Hallo, ich bin Mia und starte heute mit einem sehr spannenden Experiment. Es geht um die Pflanze mit den drei N's, die Brennnessel. Und um genau das Brennen geht es in diesem Versuch. Seht ihr das? Die Brennnessel hat viele kleine Härchen. Die meisten befinden sich auf der Unterseite. Verletzt du die Pflanze, indem du ihre Härchen abbrichst, tritt aus dem abgebrochenen Härchen Ameisensäure aus. Achte deshalb darauf, dass du über die Blätter nur von innen nach außen streichst. So brechen die Haare nicht ab. Du kannst die Brennnessel also auch berühren und pflücken, ohne dich zu verbrennen. Du musst nur wissen, wie. Aber es gibt noch so viel mehr, was ich euch über diese Pflanze sagen kann. Selbst im Winter, wenn es nicht so kalt ist, kannst du ihre jungen Triebe noch finden. Die Brennnessel ist vollgepackt mit Nährstoffen. Sie enthält 6-mal mehr Kalzium als Milch, mehr Eisen als ein Rindersteak und ist eine sehr gute Eiweißquelle. Roh ist die Brennnessel eine ideale Zutat für ein Smoothie. Gedünstet schmeckt sie ähnlich wie Spinat. Du kannst Brennnessel also wirklich essen und trinken. Lecker! Die Bedeutung der Brennnessel für die Tiere wurde erst recht spät erkannt. 107 Tierarten leben von der Feuerpflanze, darunter 15 Käfer und 31 Schmetterlingsarten. Gerade für die Raupen, einiger unserer schönsten Schmetterlinge, ist die Brennnessel die einzige Futterpflanze. Daher ist es wichtig, dass sie in eurem Garten wachsen. Wer von uns wünscht sich nicht so wunderschöne Schmetterlinge in seiner Nähe? Freut euch, wenn ihr sie seht, denn sie sind lecker für euch, für Insekten und für Schmetterlinge. Daher meine Bitte an euch, passt auf die Brennnesseln auf. Bis bald, eure Mia.